Die ist nicht schlecht. Und 19 zum Vlog auswärts bei den Bayern. Was ein Spieltag bisher. Unfassbar. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch an Schalke. Ihr seid zur ersten Liga. Da gehört ihr hin. Sehr, sehr geil. Glückwunsch in die Richtung. Und auch unser Spieltag. Das Hoffnungsszenario vom Video am Donnerstag läuft komplett durch. Bochum gewinnt und auch Mainz gewinnt in Berlin. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Das eröffnet uns Chancen. Wie gesagt, in München verlierst du normalerweise trotzdem weiterhin. Ne? Wir müssen uns auch nicht zuhalten. Aber wir fahren dahin in dem Wissen, selbst wenn wir verlieren, es ist nichts passiert. Der Rest hat auch gepatzt. Es ist nichts passiert. Und man kann einiges gewinnen. Nichts erreicht, aber man kann einiges gewinnen heute. Wenn du auch nur einen Punkt mitnimmst in München. Und Bayern sind trotzdem auch nicht, ne, nicht unantastbar diese Saison, würde ich mal sagen. Du kannst den da mit Kampf, mit Wille, mit einer Leistung einen Punkt mitnehmen in München. Und dann hast du echt die Chance, weil du dann 3 Punkte weg bist von Berlin, mit einem Sieg, vielleicht gegen Köln zu Hause dann eben, während Hertha dann in Dortmund verliert, an denen nochmal vorbeizuziehen. Also die Chance auf Platz 15 ist doch wieder irgendwie da. Dafür muss aber Leistung gebracht werden in München. Ab geht's. Eigentor.
Hand. Ja, oh. Bleib drauf, Junge, bleib drauf. Die ist nicht schlecht. Ja! Jawohl! Ich hab nie was gesagt. Hör doch deine Fahne weiter mit. Oh, Wahnsinn! La 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 la. Was passiert hier? Geh, Junge, geh! Dann mach Druck, Junge, mach Druck! Drauf jetzt! Bist frisch, Mangala! Jawohl! Ja! Das gibt es nicht! Die dritte 100%ige heute, Mann! Wie viele Chancen willst du München bekommen, Alter? Wie viele, Mann? 1893, hey! Hey! 1893, hey! Hey! Digga, das alte Chancenbuch ist zurück. Shoot up! Shoot up! Shoot up! Shoot up! Shoot up! Auf geht's! Shoot up, schieß ein Tor! Sehr schön. Ist der Goat kommt. Mann, so viele Chancen vergeben, Mann. Okay, alle. Oh, das ist dumm. Alle. Spiel, kein Goal. Ja. Was ist das für ein Schützchen, Alter? Mann, Förster, Junge. Die zweite riesige, Mann. Fünf Stück. Alle. Okay, alle. Okay, alle. Einfach mal gönnen, Bayern. Einfach mal gönnen. Ihr braucht die drei Punkte doch gar nicht. Wen jucken nur die drei Punkte für euch? Wen? Juckt doch keinen von euch. Oh, VfB Stuttgart. Für was denn? Ich sag ja, auf der Anzeigetafel ist so ein Bayern trifft sie da oben drauf. Leo, 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 la. Sind wir gerade entspannte anderthalb Minuten von der Uhr runter. Oh, ole, 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 wir sind immer für euch da. Oh, VfB Stuttgart ist unser Leben, gibt's uns so viel. Weg, weg! Ja! Ja! Wir holen Punkt, komm jetzt! Halbe Minute noch, halbe. Wenn er nichts nachspielen lässt oben drauf. Noch. Ja, Dinos, geh auf seine Mutter. Abpfiff! Ja! Wahnsinn, Kuman! Wahnsinn, Kuman! Jetzt pfeift direkt ab! Direkt abpfeifen damit! Direkt abpfeifen! Auf geht's! Gut, ganz schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Pfeif ab jetzt! Oh mein Gott. Ah, hey!
wenig, ne? Aber wir sind bei 6 Minuten 15, Bruder. Pfeif ab! Abstoß und Abpfiff jetzt! Pfeif die Scheiße ab jetzt! Hat abgepfiffen! Heilige Scheiße! Stuttgart! 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 Kommt rein, Jungs! Echt scheiße, ich hab Block so weit oben ist, Alter. Ich bin nah, Jungs, dran, geht runter. Mir fällt der Hammer, Alter. VfB Stuttgart! VfB Stuttgart! VfB Stuttgart! VfB Stuttgart! VfB Stuttgart! VfB Stuttgart! Höchster Respekt! Dankeschön! Der deutsche Fußballmeister 2022! So, Spiel ist schon einige Stunden vorbei, so grob 4 Stunden fast sogar, dauert ein bisschen hier aus München nach Ransburg zurückzukommen. Mit mir am Start, ihr wusstet es ja eh, Ehrenbruder Nico am Start und seit heute auch kompletter VfB-Ultra, also der hat Vollgas gegeben. Was sagst du zu deiner Auswärtserfahrung? Boah, ich muss sagen, ich habe es echt richtig enjoyed. Von der ersten Minute quasi, wo wir hier in Ansbach angekommen sind, Felix hat mir einen Schal in die Hand gedrückt. Ich hatte ja gar keine VfB-Sachen an sich. Den hier. Den habe ich den ganzen Tag getragen und auch mit Stolz getragen, wirklich im Stadion gegen die Post ab, wirklich. Super Fans auf jeden Fall, hat richtig Spaß gemacht und ich muss sagen, war ein geiler Trip heute. Ja, war krank. Unentschieden in München hätte kein Mensch, also hätte ich davor sofort unterschrieben. Geisteskrank, was da passiert ist. Ja. Auch hoch verdient, am Ende der Kicker schreibt von 8 zu 8 Chancen. München viel Aluminium hat gedrückt, 75% Ballbesitz, so wie auch Riesenchancen. Ihr habt es ja gesehen gerade, ne? Förster, Kalajdzic, auch ein Mamusha zweite Chancen. Am Ende ein hochverdientes Unentschieden und du hast die Chance noch auf Platz 15. Das ist krank. Köln besiegen, währenddessen auf Dortmund hoffen, dass sie Berlin besiegen und du bist am letzten Spieltag vorbei. Also das ist krank. Und Relegation ist auch, gut, Bielefeld ist 8 Tore schlechter. Das sollte eigentlich durch sein. Relegation ist auch gesichert. Also ein kranker, kranker Trip. Also wie gesagt, ich muss auch nochmal sagen, das Spiel hat es einfach heute auch gegeben. Die Fans haben dem Spiel natürlich auch nochmal diese besondere Note gegeben. Und da muss man sich einfach auch nochmal bei euch bedanken da draußen, aber für diesen ganzen Support. Dann natürlich, was ihr einfach auch auf den Tribünen gezeigt hat, aber natürlich auch die Unterstützung im Netz und so. Und ansonsten, die Mannschaft hat es meiner Meinung nach auch gespürt. Ne? Konnte ja jetzt letztendlich nicht viel mehr zu den Fans kommen, wegen der Meisterschaftsfeier im Endeffekt. So, aber ich auch als, ich nenne es mal außenstehender Fan, obwohl ich ja eigentlich Bayern-Fan bin, muss ich sagen, dass die Mannschaft das halt sehr geil gespielt hat und auch, ja, für mich sogar fast schon ein bisschen mehr drin gewesen wäre, du hast es gerade schon angesprochen, ne, aber ansonsten natürlich der Punkt reicht uns erstmal oder reicht auch allgemein erstmal, ich spreche schon wieder in unserer Fessel. Ja, passt schon, ja auch, wenn du halt abgegangen bist, dann passt es uns auch. Ja. Also wie gesagt, checkt den Kollegen ab, ihr wisst, wo es auf Twitch geht, sonst findet ihr den Link auf jeden Fall wieder am Start. Sehr gerne. Lasst hier gerne ein Abo und Like da, ich sag's viel zu selten, deswegen sind auch gefüllt hier die ganzen neuen Zuschauer keine Abonnenten, deswegen lasst da mal eins da. Nächste Woche Hexenkessel gegen Köln, ausverkauft wird schon seit Wochen, das wird krank. Wenn wir da wirklich noch den Platz 15 uns doch irgendwie ergaunern am Ende des Tages, wäre geisteskrank. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann.